Wisst ihr, was das schönste Gefühl der Welt ist? Wenn man morgens aufwacht, aufs Handy guckt und sieht, dass man noch 2 Stunden zu schlafen hat. Und wisst ihr, was dann allerdings extrem beschissen ist? Wenn einem dann auffällt, dass man zu müde zum Rechnen ist und man checkt, dass man nur noch 20 Minuten hat, bis der Zug geht. Nee, Freunde, Spaß beiseite. Ich habe gerade gesehen, dass ich ein Ticket habe und von daher mir jeden Zug aussuchen kann. Diese Tickets kosten auch einfach nur ca. 4.000 Euro pro Fahrt. Generell Bahnfahren einfach so scheiße teuer, ne? Ich finde, die sollten einfach die Produktionskosten von Bernd das Brot nehmen und das mit zu den Bahntickets packen, weil kein Schwein braucht Bernd das Brot. Mist. Kennt ihr das, wenn irgendeiner eurer pseudowitzigen Freunde euch ein Meme zeigen will und ihr müsst so tun, als ob es witzig wäre? Quasi so. Hier, guck mal, Bruder. Oder mal witzig, oder? Krass, ne? Ja. Überwitzig, hä? Stimmt. Nee, Digga, jetzt geht's erst los. Ach so. Ha, ja. Funny, ne? Ja, ist funny, oder? Hier, nimm mal zurück, Bruder. Ich kann nicht so viel lachen am Morgen. Nee, Freunde, erstmal Real Talk, falls ihr euch fragt, warum ich heute vlogge. Selfie. Ich wurde von Prime Video Spot. Oh mein Gott, halt das hier. Ah. Ich wo? Prime Video Sport hat mich gefragt, ob ich nicht Bock hätte auf eine Fußball-Challenge in Leipzig mit einem richtigen Fußballprofi. Und eigentlich klingt das extrem geil. Der einzige Haken ist, dass Sandra auch mit dabei ist. Ich habe auch gar keinen Bock. Ich habe einfach so Schiss, dass die mir die Beine wegzieht und ich einfach sterbe. Allerdings muss ich deswegen jetzt erstmal nach Berlin fahren. I loved you, baby, and if it cries, alright. Dreimal dürft ihr raten, wer den Anschluss nach Leipzig verpasst hat. Was steht auf deiner Maske? I am... Ich kann nicht lesen. Wir sind angekommen in Leipzig. Ich habe keine Ahnung. Ah, da, perfekt, Digga. Mal schauen, wann sie mich sieht. Ja, okay, das dauert mir zu lang. Sandra ist einfach heute Morgen schon um 5 Uhr aufgestanden, weil sie schon voll früh einen Flug nehmen musste und jetzt seit 4 Stunden hier gechillt hat. Was hast du gerade gesagt? Ich bin eben in der Desaturnhalle da eingeschlafen und dann wurde ich von so einem Mitarbeiter geweckt, der hat gesagt, aufstehen, Paulsen kommt jetzt. Wir sind übrigens in Leipzig, weil wir jetzt mit Yusuf Paulsen drehen, einem Profifußballer von RB. Genau jetzt fährt ein Bagger los. Moin. Wir machen gleich Challenges mit Prime Video Sport. Ich tippe, dass ich jede Challenge gewinnen werde. Ich glaube auch. Leute, Lukas, einfach der größte Eimer, der hat einfach Butterbrotbox mit die auf die Arbeit genommen. Später schön mal lochen. Okay, wie geht denn die Kamera aus? Luca, wie geht deine Kamera aus? Oh, Joka, bist du des Wahnsinns? Runde 1 geht an mich. 3, 2, 1. Digga, ich wurde nur eingeladen, Dekoration zu sein, Alter. Ich werde die ganze Zeit oben rechts ein Foto einblenden, wie du bei Arminia Bielefeld Kaderfoto. 3, 2, 1. Bei der nächsten Challenge gebe ich 100%. Das war jetzt nur Aufwärmen, Digga. Lauf, Junge, die Zeit läuft! Du musst immer berühren auch die Hütchen, Sandra. Mit der Hand, du musst berühren die Hütchen. Du musst berühren. Du bist bei 15 Sekunden jetzt. Letztes und zurück zur Grundlinie, dann stoppe ich hier. Und wir haben Sack. Ich werde nicht angefeuert von euch. Ich bin eng jetzt. Ich bin eng. Zwischenergebnis 2-0 für Luca. Jetzt kommt dritte Challenge, Fußball-Paul. Also mein erster Schuss ist schon weg. Das heißt, es reicht, dass du so schießt und der erste Punkt geht an dich. Ja! Zweite Entfernung, mein Schuss. Ey, der ist schon wieder disqualifiziert! Das ist ja so frech. Okay, Bruder, chill. Der ist gut. Der ist... Boah, das war richtig stark, dass er da gelingt ist. Boah, okay. Jetzt bin ich gespannt. Ja, Digga, auch nicht über die Ziele. Du hast nicht mal ins Tor getroffen. Zwischenstand am dritten Spiel, 2-1 für mich. Das heißt, du kannst sogar noch gewinnen.
willst du? Ja, Ladies first, Bruder. Ja, also du oder wie? Nee, du. Und go! Tja, knapp daneben ist auch vorbei, Lukas. Tut mir so unendlich. Hast du dir beim Abi auch gedacht, ne? Sandra Safiulov tritt an und. So, und? Wow, hey, die schneide ich nicht rein. Da kommt sie wieder. Wurde ja früher das Wiesel auf der linken Außenbahn gemacht. Der war close. Ey, Lukas Schildiger! Fun Fact übrigens, ich habe hier gegen die Klimaanlage geschossen und nach diesem Schuss hatte das komplette RB Leipzig Trainingsgelände 2 Stunden lang keine Klimaanlage. Bei 30 Grad und Sonne. Sorry nochmal. Wird das der entscheidende Schuss sein? Oder wird es ein Schuss in den Ofen? Boah! Ey, du bist aber... Nee, wir sind beide nicht so gut, ehrlich gesagt. Also jetzt hier Ball quasi in die Mitte legen und dann bis einer trifft. Mach Augen zu. Okay. Komplett. Das war mein knappster Schuss bisher mit Augen zu. Soll ich mal so eine professionelle Kamerafahrt machen? Ja. Du musst auch schießen, wenn ich so eine Kamerafahrt mache. Hä? Kannst du bei mir auch so ein bisschen professionell filmen, Sandra? Durch diese Waden. Oh, yeah. Oh mein Gott! Digga, wer denkst du jetzt, wer du bist, Alter? Einfach unentschieden jetzt, 2-2. Jetzt kommt das letzte Spiel. Denn wir müssen uns nach Hause. Jeder Fußballer schlägt immer gegen Post vom Blatt her. Ich glaube, ich habe mit der Brust aus Versehen berührt. Ich glaube, das waren 3 Kontakte, bin ich ganz ehrlich. Ey, nein! Es war uns wirklich eine Ehre. Danke auch nochmal an Prime Video Sport, dass wir hier trainieren durften, unsere Fähigkeit unter Beweis stellen konnten. Ich habe auf dem Vertrag jetzt gehofft für die Bundesliga. Du auch, ne? Ja, ich auch. Wird wohl nichts. Digga, aber ich bin gerne dazu bereit, Kölsch zu verkaufen. Ich wollte ja mal unterschreiben bei einem Bundesliga-Verein, aber da war Kugelschreiber leer. Extrem blöd gelaufen. Ja, bei mir auch. Ich bin auf jeden Fall zurück in Hamburg, meine lieben Freunde. Stehe gerade vor meinem Fenster. Das restliche Stück Tageslicht. In Leipzig waren es 28 Grad, Hamburg natürlich wieder Regen. Von daher würde ich an der Stelle den heutigen Vlog jetzt einfach beenden, meine lieben Freunde. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich fand es sehr, sehr witzig in Leipzig mit Yusuf Paulsen und mit Sandra. Wenn es euch auch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch unter dem Video hier, da abonniert meinen Kanal und klickt selbstverständlich auf die Glocke, um weitere Videos nicht zu verpassen. Dankeschön nochmal an Prime Video Sport, dass sie das heute alles möglich gemacht haben. Und wir sehen uns die Tage wieder. Ne? Tschüss, ciao, ne? Ciao, Digga.